Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau, die fährt erstmal gerade, ja, sucht ihre Kleidung und hat einen großen Vorsprung, weil ich hier das Klapprad habe. Und ich habe einen Vogel hinter mir. Ah, diese scheiß Drecksvögel. Wuhu! Ja, Mathilde sucht ihren Rucksack und ich fahre schon mal zur Fabrik, da treffen wir uns dann. Aber sie hat einen Vorsprung und ich sehe auch gerade, mein Fahrrad hält auch nicht mehr lange aus. Gut. Ah. Ja, der Heinrich hat ja leider in der letzten Folge seinen Moped samt Inhalt verloren. Na, verloren ist es einfach in den Boden geglitscht. Du darfst einfach keine Fahrzeuge auf einer Schräge stehen lassen. Das ist einfach so, glaube ich, hier. Oh, das ist ein Minenfeld. Das ist ja dir einmal passiert und mir ist es jetzt auch passiert. Und das Ärgerliche war, bei mir waren ja die ganzen Verbände drin und so. Ja. Weil wir wollten ja ein paar Tage irgendwo außerhalb verbringen. Das ist scheiße ärgerlich. Und ich habe auch einen Vogel. Das wissen wir schon lange, dass du einen Vogel hast. Nee, ein Vogel bei mir. Ich, mit dem Fahrrad entkomme ich dem nicht. Oh, ein toter Hund. Ist er einen überfahren? Nö. Lag ein toter Hund. Ja. Vielleicht ist er einfach spontan tot umgefallen. Wäre gut. Weißt du? So, ich parke hier bei den Autos. So. Mein Rucksack wird immer größer. Oh, Schlange. Ein? Ja, mehrere. Mehrere Vogel. Mehrere Vogel. Deutsch. Deutsch gut. In Panik bin ich nicht so gut im Deutsch. Wahrscheinlich weißt du noch nicht mal, woher dieses Zitat ist. Diese dreckigen Viecher. You are hot, ich weiß. Toll, ich habe eine Scheibe getroffen, nicht einen Vogel. Vogel! Na komm, komm, komm. So. Ich muss da in die Stadt fahren. Ich bin fast bei meinem Rucksack. Ah, jetzt habe ich hier auch Zombies. Oh, der Vogel ist abgehauen. So, das Gammelfleisch gleich raus. Mein Fahrrad ist gut geparkt. Spitzhacke. Aus Stahl. Ach komm, zerlegen wir. War das ein Vogel oder was war das? Wir wollten in die Shotgun-Fabrik gucken, ne? Mhm. Gut. Ich habe mir gerade die Autos so ein bisschen angeguckt. Oh, ein Reifen. Ein Wheel. Cool. Oh, das ist gut. Vogel, ich habe den Schatten gesehen. Ah, oh, dieser dreckige Bastard. Ich treffe den auch nicht. Der überkreist mich. Oh, der hat irgendwie leider nicht mehr... Ich habe das ja eigentlich alles so schön... eingeordnet. Ich habe gar keine Verbände mehr, was soll denn der Scheiß? Oh, Katze. Oh, der Storage ist voll. Wieso haben wir den Storage nicht geleert? Nerv. Also ich bin voll, wollte ich an der Stelle einmal sagen. Warum fährst du kurz zurück und kommst du wieder? Das ist ja halbe Tag schon. Was willst du machen? Voll looten macht ja keinen Sinn, oder? Siehste. Dann kann ich aber auch gleich oben bleiben. Ja, dann gucke ich mir allein ein bisschen die Fabrik an. Also ein Rad habe ich schon mal gefunden, das ist schön. Das ist gut. Der Vogel umkreist mich immer noch, der traut sich nicht mehr anzugreifen. Dann also ich würde sonst einfach noch ein paar Autos vielleicht auseinandernehmen und endlich mal zum Trader fahren, um mein Zeug hier zurückzubringen, damit wir für dich wieder ein Moped kriegen. Die Firma heißt SM Corp.
Ah. Vertrauenserweckend. Ja, ist gut gesichert hier, wie ich das so sehe. Und ich brauche Kleidungsstücke. Und safe. Da das Gebiet ja nicht so heiß ist, kann ich das ja mal wieder tragen. Den Stoffpanzer. Oh. Vögel. Und das mit dem Heilungsfaktor nehmen wir einfach mal. Cool. Was denn? Na, ich habe da so einen scheiß Vogel gerade auf mich zugeflogen gekommen. Und ich habe den nicht einfach nur geschlagen. Ich habe den mit einer Power-Attacke geschlagen. Und der ist ja so richtig in einem richtig hohen Bogen weggeflogen. Also richtig so. Cool. Also Power-Attacke ist gut. Ah, ich glaube, da ich gerade auf den Safe klappe, werden die Zombies hier wach. Stehen jetzt auf. Das ist durchaus denkbar. Oh, irgendeine Verbesserung für eine Shotgun. Cool, mitnehmen. Kann ich die vielleicht gleich einbauen? Also, einen Motor habe ich schon mal für dich. Fehlt uns nur noch eine Batterie. Effektiv Range ist Müll. Okay. Keine Ahnung, was das besser so machen soll. Komm doch rein, die Tür wird auch offen. Ups, ich wollte erstmal reingehen und dann die Tür zumachen. So. Abgehangene Decken. Ah, er hat's nicht geahnt. Oh. Er hat zweimal daneben geschlagen. Das kann doch nicht sein. Also merken wir uns, abgehangene Decken sind Zombies. Ah, oben sind auch Kisten. Wo sind meine Frames? Frame Power. Da ist irgendwas im Weg. Aua, Scheiße. Ey, was ist das denn hier für eine Kacke? Vogel? Ja. Wir wollten ja eigentlich nur kurz absteigen, um hier dieses eine Auto nochmal zu looten, weil du brauchst ja immer noch einen Dingsbums. Wie heißt es gleich? Eine Batterie. Ja. Und ich finde komischerweise, warum auch immer, hier gerade Armbrustmunition. Okay. 38 Schuss habe ich schon gefunden. Oh, ich habe eine Batterie. Oh. Oh, sogar eine schöne Batterie. Wo kommt der denn her? So, dann kann ich jetzt erstmal direkt zum Händler. Und wenn ich beim Händler war, kann ich mich entleeren. So. Dann ist eigentlich auch der Tag bestimmt schon rum.
Oh, hier gibt's einen Garten. Wo die Mitarbeiter Pause machen können. Wo denn? Ich hab Angst vor den Zombies, die von außen rein wollen. Warum? Weil sie laut sind? Ja, innen habe ich keine Zombies, komischerweise. Oder kaum. Aber draußen sind irgendwie viele, die hauen irgendwo gegen. Hm. Papier und Glas brauchen wir nicht. Naja, sollen sie alles klein hauen, ist mir egal. Na, Dickerchen, du trittst doch bestimmt gleich in die Mine, ich sehe das doch. Müsste doch gleich deine Mine sein, komm. Schade. Oh, da ist einer. Oh, meine Nahtoderfahrung ist endlich weg. Juhu! Ah, schön, der Kopf ist explodiert. Trinke Flüssigkeit, du bist durstig. Hm. Ja, dann trink mal Flüssigkeit. Wann bin ich denn durstig? Also diese Straße ist aber auch in einem schlechten Zustand. Hm. Jo, unsere aus dem grünen Bereich, oder was? Oh, ich bin auch bald beim Händler. Boah, ich kümmere mich hier auch gegen so einen Streik. Ich knüppel den Streit nieder. Okay. Oder ich schieße den Streit nieder. Hier die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, die wollen keine Waffen fabrizieren und ja, das kann ich verstehen, Waffen sind böse. Und, ja. Also, wollen sie keine Waffen mehr herstellen oder bezahlst du sie einfach nicht gut? Das ist meine Firma. Ich bin nur der Streikbrecher. So, Streikbrecher bedeutet aber eigentlich, dass du arbeiten gehst. Ach verdammt, ich arbeite ja nicht. Mist. Ich töte hier nur. Nee, es sind ganz viele Bauarbeiter, die gerade auf mich zukamen. Jetzt bin ich bei dem Sieht ja komisch aus mit dem Genick. Von außen versucht jemand den Beton wegzuschlagen. Das wird aber ein bisschen dauern, bis der durch ist. Ich habe einen Pinsel, einen Malpinsel gefunden. Ist das gut? Ein Pinsel, damit können wir Wände anmalen. Oh, ist endlich der Trader? Nein, das ist immer noch nicht der Trader. Hunde draußen, das ist nicht gut. Hier ist der Bär denn. Deswegen, also es hätte keinen Sinn mehr gehabt, noch zu dir zu kommen. Ja, ist schon Mittag. Richtig. Und ich muss jetzt erst noch zum Trader, dann muss ich die Sachen abladen, also. Wie sieht man da draußen? Da ist ein Bärchen. Und nein, ich werde mich nicht um diesen Bären kümmern. Warum das denn nicht? Ich bin zu schwer beladen. Das kann nur schief gehen. So.
Jetzt bin ich erstmal beim Trader. Ah, hier geht's raus, das wollen wir nicht. Eisenschaufel oder Messbecher? Dann nehme ich den Messbecher. Ja, oh. Da steht einer um der Ecke. Kleine Ratte, du. Oh, das. Da ist ein Hund dabei. Der kommt ja gleich durch. Vorne wird auch immer noch mein altes Moped angezeigt. Echt? Ja, also auf der Karte wird angezeigt, dass es da steht. Aber ich wette, wenn ich da jetzt gleich bin, ist es nicht da. Ja, das glaube ich auch. Dieser Hund, ich will ihn gleich töten. Es ist nicht hier. So. Dann suchen wir mal zwar einen hohen Punkt. Na komm, Hundi. Was kann ich denn sonst in der Zwischenzeit bei uns an der Verteidigung so machen? Die Gräben, eine Seite hat komplett keine Stachel mehr. Mhm. Und die eine Seite hat komplett kein Stacheldraht. Okay. Also Stacheldraht und Stacheln herstellen. So. Gut. Vielleicht da kann man da auch den Graben breiter machen. Mhm. Also erstmal würde ich den fertig bestücken und dann würde ich den noch verbreitern. Also ich man könnte auch gucken, da müssen wir jetzt einfach mal nachts wieder ein bisschen in unsere Minen gehen, dass wir vielleicht Eisenstacheln machen. Mhm. Weil eigentlich haben wir ja relativ viel Eisen, da könnten wir zumindest eine Reihe Eisenstacheln nehmen. Ich guck mal, was wir an Eisen da haben und gebe die Wenn schon mal einen Auftrag. Jo. Ich bin ja jetzt zu Hause. Ah, hier kommen wir weiter. Kann ich kriechen oder was? Ah, verdammt. Theoretisch kommt man da weiter, praktisch eher nicht. Was kostet, wie kann die... Ah, vier da. Nee. Oh, kloppe ich mich nicht durch. Also ich glaube, das hier, das muss man echt, glaube ich, auch in mehreren Tagen durchgucken. Das schaffst du dann einen Tag gar nicht, glaube ich. Ich bin gerade hier, ich mache hier nur das EG. Ah, und überall sind dann halt immer so mal ein, zwei Zombielein versteckt. Ah, hat sich vor der Arbeit gedrückt, ne? Ja, ich? Nee, nee, hier der Zombie. Hat sich hier hinter Kisten versteckt und gepennt. So. Bin überladen, das ist auch doof. Was macht Nahrung? Dann hauen wir uns hier mal sowas Yucca-mäßiges rein. Yummy. Brauchst noch Kartoffelsaat? Geschmiedetes Eisen brauchen wir doch. Oh, ein schneller, ein schneller. Scheiße. Nein, und wieder ist die Schrot nicht nachgeladen und ich bin tot. Jetzt ernsthaft? Ja, in der Fabrik. Heinrich. In der Fabrik gestorben. Ach, Heinrich. Mach doch sowas nicht. Ich bin doch letztes Mal auch gestorben, weil meine Schrot nicht geladen war. Hm. Habe ich das wieder vergessen oder war die... Ist das vielleicht einfach, weil man das Spiel startet, automatisch die Waffe nicht geladen? Keine Ahnung, aber meine Waffe war vorhin auch nicht geladen. Weil ich habe mich vorhin auch gewundert, dass ich 34 Schuss Schrot noch habe. Weil ich dachte letztes Mal auch, dass ich noch so im 20er Bereich bin, ja. Aber meine Waffe war vorhin auch nicht geladen. Hast du noch einen Fahrer? Kann sein. Ich habe sogar ein Moped, aber das ist noch voll beladen. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das noch diesen Tag schaffe, ne? Hin und zurück? Sag mal 2 Stunden.
mit reinlaufen. 6, 8 Stunden. Nö, ich sag mal 9. Dann helfe ich die zu entladen, dann habe ich keine Waffen. Hui. Also zur Zeit ist echt der Wurm drin, ne, mit dem Verrecken. Ja. Das waren also zwei Bauarbeiter, die schnell waren. Ach, ich kann den Wagen gar nicht entladen. Hast du keine Chance? Wieso bin ich jetzt noch überladen? Warum ist das überall? Ach, hier haben wir noch ganz viel Woodspike-Traps, die kannst du. Ach, hier ist ja noch Kleber. Oh, ein Fahrrad ist doch noch da. Cool. Na, dann fahre ich nächsten Tag zur Fabrik und hole meine Leiche. Mhm. Aber ich habe trotzdem das Symbol, dass ich noch überlastet bin. Das... Keine Ahnung. Ich auch nicht. Boah, dann nehme ich ein bisschen Werkzeug und ja. Hacken wir mal ein bisschen. Mach mal. Mach mal grabenbreit oder so. Schaufel, Spitzhacke und eine Axt nehme ich mir mal. Ach, ich nehme mal eine Armbrust. Mach mal. Wenn man die lädt, ist, bleibt die geladen im Menü, oder? Eigentlich schon. Okay. Also im Menü weiß ich es nicht. Ja, ich wollte jetzt die Waffe... Warum habe ich einen Steinbolzen? Ich wollte die Waffe laden und... geladen lassen. Oh. Eine Schlagwaffe. Habe ich diese eine Topfpflanze aus Versehen genommen. Topfpflanze? Ja, eine Topfpflanze. Was nimmst du eine Topfpflanze? Ich wollte die nicht nehmen. Okay. Ich habe gerade ich muss mich gerade mal wieder orientieren. Ich muss nämlich gucken, wo hier was überhaupt reinkommt. Mir fällt gerade auf, von den ganzen Schaufeln, die ich hätte nehmen können, habe ich genau die genommen, die gleich kaputt ist. Ich glaube, ich muss einfach mal wieder ein bisschen mehr Baumwolle anpflanzen. Dann können wir daraus nämlich Stoff herstellen. Ach ja, da war ja auch noch was. Mhm. Ich denke mal nicht dran. Ja, ich habe gehofft, dass wir vielleicht da in dem Laden da auch noch Kleidungsstücke finden oder so. Mhm. Siehst du, wird schon. Ja, ich komme gut voran mit dem Buddeln. Da müsste auch noch. Hast du ihn getötet? Ja. Aha. Anhand der XP habe ich es mitgekriegt. Aber nicht gehört. Ja, die war ja auch hier bei meiner Pflanzung. Mhm. Oh,
jetzt hat das Spiel mal mitgekriegt, dass ich nicht überladen bin. Oh, doch schon. Ach, jetzt schon wieder. Hä? Spiel, ich hab doch nix. Vielleicht liegt das an deiner Nahtoderfahrung. Ja, das kann sein. Das ist das Gewicht der Welt einfach, das auf den Schultern lastet. Hm. Na gut, das kann ich verstehen. Dann ist, So, ich hole mir mal. Oder ich repariere die mal. Schaufel. Oh, ich habe 34 Stofffetzen. Cool. Die Munition, die ich dabei habe, ist nicht Stahlbolzen, Eisenbolzen. Nee, das nimmt mal Platz weg. Geh mal weg. Joa, so einen Tag graben ist da auch ganz nett. Ist ja jetzt auch nur ein halber Tag graben. Ja. Was meinst du, schaffen wir die Waffenfabrik am nächsten Tag? Wir werden es versuchen. Weil zur Not könnte man ja auf dem Dach übernachten. Vielleicht. Wie wir es das eine Mal auch schon gemacht haben. Hm. Hm. Mir ist kalt. Ja, du hast doch noch die ganzen Sachen von ach ja, ich bin nackelig. Hab ich ja ganz vergessen. Ich hab gar nicht gewohnt. So, ich hätte hier jetzt Eisen, schon mal Eisentraps. Ich bin hier, um zu graben. Wo kann ich graben? Noch zwei Seiten, ne? Ah, hier kann ich graben. Ich geh erstmal rein und zieh mir was an. Macht's. Meine Rasterlocken frieren. Deine Raster. Ja, ich habe ja rote Rasterlocken oder sowas. Stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das gewollt habe oder ob ich das einfach so genommen habe, wie es war. Ich glaube, das wolltest du. Also Bart auf jeden Fall. Ich gehe auf jeden Fall in der Nacht im Keller und baue Eisen ab. Hm, komm mal. Weil für Iron Traps brauchen wir geschmiedetes Eisen. So, ich habe kein Höschen. Das sieht panne aus. Ich laufe mit dem Schlüpper durch die Apokalypse. Schlüpper durch die Apokalypse. Ach ja, ich habe keine Taschenlampe. Ach, man ist an so diesen Luxus so gewöhnt, ne? Das ist unbeschreiblich. Wo ist denn deine Helmlampe?
Ach ja. Bei der Leiche? Ja, verstehst du, ne? Ach so, aber ich kann hier in der Nacht ein Moped bauen. Das heißt, du kannst morgen mit einem Moped fahren. Oh, das ist gut. Dann haben wir nämlich da Platz, weil meine, ich war ja als Person fast voll. Und ich kann das Fahrrad reinpacken. Das ist super. Ich weiß. Out of Stamina. Mein Leben braucht mir sowieso mal wieder, ne? Ja, ja. Also Leben kriegt man mittlerweile echt ganz gut. Ja, das finde ich eigentlich auch ganz praktisch, dass... also wobei, ich fand es eigentlich auch ganz passig, dass man mal lehmige Erde suchen muss. Ja, dann hast du halt so einen lehmigen Bereich gehabt. Das war ganz lustig manchmal. Dann konnte man da schön den ganzen Bereich ausheben. Fand ich eigentlich nicht schlimm. Aber in dem Spiel sind wir sowieso irgendwie Kanalratten, ne? Oder Maulwürfe. Wir buddeln ja in die Erde wie nichts anderes. Ist ja. Bei uns bleibt nichts, wie es ist. Ja, aber also mir wäre ja am liebsten echt auch wieder so ein Berghang, dass man sich eine Bergfestung baut, weil da hat man den Vorteil in der roten Nacht, dass die Zombies echt nur von einer Seite kommen. Ja, ich weiß nicht, wie groß die Map ist. Vielleicht bauen wir ja irgendwann eine Zweitbasis oder so. Hm. Haben wir ja früher auch immer häufig gemacht, also. Ja. Aber den Rand hat man ja schon mal entdeckt, glaube ich, ne? Aber nur nach Westen hin. Nach Westen hin, genau. Nach Norden und Süden waren wir, glaube ich, doch. Ich weiß nicht, ob wir Süden schon den Rand entdeckt hatten. Nee. Süden hatten wir auch noch nicht. Westen hatten wir auf jeden Fall den Westen, Rand. Westen, ne? Westen hier, diese Ecke. Kann ja sein, dass wir genau in irgendeiner Ecke angefangen haben. Das kann man dann erst, denke ich mal, richtig erkunden mit Fahrzeugen. Also jetzt. Also mit guten Fahrzeugen, ja. Schnellen Fahrzeugen. Motorräder oder Autos. Ja, also ich kann ja tatsächlich Motorräder schon bauen, aber für Motorräder brauche ich Stahl. Und für Stahl muss ich erst Level 80 haben. Was bist du gerade? Level 50? Ich glaube 53. Okay. Oder Level 70. Level 70 oder Level 80. Irgendwas in der Richtung war das. So, ich stelle jetzt unsere ersten Metallspitzen auf. Ja, Metallspitzen würde ich auch sagen, dass wir die wieder reparieren, ne? Ja. So, mein Graben ist auf meiner Seite fertig. Ja, meiner auch. Dann müssten wir jetzt überall zwei Breite haben. Ah, hier nicht so ganz. Aber hier ist es auch überall Fallen. Hier würde ich es noch so lassen, wie es ist. Hier ist sogar stellenweise 3. Weil das hier so schlecht gebuddelt wurde. Na egal. Aber 2 Breite ist ganz gut. Am 21 Uhr. Ich glaube, mehr mache ich hier draußen auch nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Ich gehe mal rein und esse was. Und ich glaube, das Video ist auch lang genug. Sie. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Like, einen Kommentar. Ein Abo wäre noch viel schöner. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und ja. Ich auch. Und genau, morgen holen wir Heinrichs Zeug. Ich baue jetzt noch ein Moped und... Reingehauen. Und genau. Ciao.